Epilog. Ringfurtgärten. Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Odin Sphere mit Maressa. Ja, im letzten Part haben wir eine verbesserte Armbrust für unseren Kampf gegen den Dämonenkönig Odin dann bekommen, von dem Schmied. Und ja, wie es jetzt den Anschein hat, glaube ich schon, dass wir uns jetzt darauf vorbereiten, ihn anzuwerben. Your Majesty, it has been a long time since I last worked in a forge, but my skills have not dwindled. I will put all my spirit into my work. Ja, mach das ruhig. Okidoki, dann gehen wir mal zu der Weltkarte und schauen wir mal. Okay, es geht in die tosende Schlachtfelder. Okay, Leute, seid ihr bereit? Here we go. Hauptquartier der Warnen. Your Majesty, the troops have assembled. Her Majesty wishes to address us before we leave. Lend her your ears. I know you have all been worried after the death of the previous queen. Thank you for following and believing in me. We fairies subsist on Fozons and take our names from the heavens. Our work keeps the land full of life, and we cannot survive without the land's blessing. The Demon Lord opposes life. He taints the Fozon with blood and uses force to violate our land. We feel the fury of the land, and we in turn quake with anger. But we need not fear. This is my mother's bow. Infused with a new power, it shall shatter the Demon Lord's wicked eye. Those that have died here, the prayers of my mother and those who have returned their names will protect us. We will retake the cauldron and we'll show the Demon Lord that he has underestimated our resolve. May the land bless us in the name of the fairies! Queen Mercedes, you have become quite the noblewoman. It's as if the late queen herself stood before us. I am not my mother. I'm trembling. My fear overruns my hatred. When I think that the evil man who murdered my mother is nearby, my heart beats so fast within my chest. But it has begun. My battle is raging. Ingwe, I hope I succeed. Das wirst du auf jeden Fall, Meister, das wirst du auf jeden Fall. Denn ich stehe dir zur Seite und ich werde dir dabei helfen. Frontlinie des Sechsenkesselkrieges. Bezwinge den Dämonenfürsten und setze diesem Kampf ein Ende. Das werden wir auf jeden Fall machen. Denn wir müssen unserer Mutter dafür rächen und dem ganzen Wahnsinn jetzt ein Ende bereiten. Damit es nie wieder passiert. Aber wie es auch sich beim Anfang gehört, müssen wir natürlich hier alles looten und alles vernichten, was uns in den Weg kommt. Okay, here we go, die erste Kampfzone. Ah, das ist die Armee von dem Dämonenfürsten Odin. Diese Axtkämpfer wieder mal. Die halten jetzt aber etwas wesentlich mehr aus als bei den anderen.
Weiß nicht, ob das an meiner Armbrust liegt, dass die so schwach ist oder vielleicht. Ja, ja. Auf jeden Fall habe ich Rang S bekommen. Was haben wir da jetzt für eine Alchemie-Gemisch? Wieder mal. Elixier. Erklärung. Schützt auch vor 10 Schäden. Okay. Da ist auch schon wieder diese goldene Frucht. Ich habe so ein Gefühl, dass bei diesem Spiel auch eine Trophäe gibt, wo man die goldene Früchte alle einsammeln muss. Ich habe so ein Gefühl, dass das so eine Trophäe existiert. Dass wenn man alle silbernen und goldenen Früchte einsammelt, dann man eine Trophäe bekommt. Ja, bla bla bla, hast nicht gesehen, ich brauche was jetzt kaufen. Gebetsgarter haben wir schon mal, Ei muss ich mal. Oh Mann, das ist zu teuer. Patronium reicht ja nicht. Nehmen wir das Ei weg und kaufen das. Ja, das war's. Gut, die Gebietskarte haben wir schon mal. Das ist noch eine Tür für weitere Kampfzone. Spanisches Gebäck. Käsekuchen. Mach mir ein Gebäck mit Kakao. So fürs Essen reichen. Ja, für den Stufenaufstieg hat es immerhin schon gereicht. Is there anything else you wanna order? Nee, das war's. Danke. Gut. Stufe 42. Ich bin 39, aber ich kann es immer auch noch schaffen. Ja, jetzt kommt hier wieder diese goldene Frucht. Ich muss mal hier kurz mal wieder mich ein bisschen hochstufen lassen. Okay, Leute, seid ihr bereit? Jetzt kommt es. Stufe 49. Es geht alles um die goldene Frucht. Oh, diese Offiziere oder was die auch immer diese Spassen sind. Diese Axtkämpfer. Offiziere, sag ich mal. Ja, die haben nach Verstärkung gerufen. Ich dachte mir schon, warum die da auf ihren Schilden da rumsammeln. Ey, wach auf! Gib mir mal Patronium, wir müssen mehr Schaden aufteilen. Jawoll! Verdammt. Hätte ich Todesdampf oder Vulkan oder sowas ähnliches. Die Zwerge mit ihren Bomben. Meine Güte. Na bitte sehr, Vulkan. Da haben wir schon mal was. Energiegeschoss bitte. Wach auf. Hier. Okay, Vulkan hat nicht so gut gesessen. Bei meinem anderen Ding. Wenn dann schon etwas Schaden ausgeteilt. Guter Helfer. Ach so, Schleimi. Wow, das ist aber ein bisschen zu viel. Ich mach das so. Jo. Aber ja, jetzt ist die Zeit abgelaufen, jetzt bin ich wieder attackierbar. Du
40 jetzt erreicht. Wo seid ihr denn? Schreien mir, was können wir denn machen hier? Kennst du oder was? Ich glaube, in diesen Abschnitten müssen wir richtig viele Tränke benutzen. Noch zwei und dann jetzt ist nur einer. Nur noch diesen Trainer und dann hat es geschafft. Schon. Jetzt noch ein bisschen. Jetzt hier mal Sprühschuss. Jawoll. Geht doch. Dann auch noch mal. Und noch mal. Und tschüss. See you later. Oh, und sogar noch Rang S bekommen. Nice. So, und die Wunderfrucht haben wir jetzt bekommen. Jetzt gehen wir mal zurück. Meine Güte, habe ich mich erkältet. Entschuldigung, Leute. Mal wieder irgendwie so ein Gürtel oder weiß was nicht, was es noch ist. Ob er auch was wirklich nutzt. Ja, Verteidigungsset 34. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Na gut, das gehen wir jetzt mal. Ich meine, das ist noch, das ist keine Tragödie, wenn ich den Kraftstein da jetzt wegnehme. Warte, machen wir mal Entschuldigung quicker. So können wir gleich mehr ballern. Yay, versuchen wir es mal. Hier mit dir. Was bekommen wir? Brionak. TF. Schießexplosive Geschosse hoch in die Luft. Ah, das ist wahrscheinlich die Masterfähigkeit. Jetzt haben wir noch eine Masterfähigkeit für einen weiteren Charakter gefunden. Jawoll. Wir haben schon für Gwendolyn, für Cornelius und jetzt haben wir für Marissa eine gefunden.
Nice. Jetzt muss ich mir eine passenden Abschnitt jetzt aussuchen, wo ich das Ding jetzt mal testen könnte. Ich kann mir schon denken, dass diese Fähigkeit jetzt auch wirklich viel Juwelenanzahl verbraucht. Aber ich muss jetzt nur noch den passenden Abschnitt dafür finden. Versuchen wir mal. Wow. Also das ist richtig cool. Ey, ich sag, was ihr wollt, aber die Masterfähigkeiten sind richtig, richtig cool. Ich muss aber sagen, dass die Fähigkeit von Marissa sieht auch gut cool aus. Aber bis jetzt die einzige Fähigkeit, die mich auf jeden Fall begeistert hat, ist von Gwendolyn. Dieser Wunderspeer, die sie da einfach wirft. Das sieht richtig cool aus. Aber von Cornelio sieht es auch gut aus. Und von Marissa auch. Ich meine, von Marissa, die schießt diese Feuerbälle hoch in die Luft und dann fallen die wie ein Feuerregen nach unten. Richtig cool. Ich glaube, der Dämonenlord Odin kann sich schon auf was gefasst machen, wenn wir ihm diese Fähigkeit in den Arsch hochjagen. Miniboss. Ey, der hat mich schon mal besiegt. Was ist denn los hier? Ja gut, so stark ist er jetzt auch. Ich meine, er ist direkt auf diesem Weg. Ich kann ihn mit links besiegen. Das ist gar kein Problem. Meine Güte. Ja, 50. Wusste ich's doch. Ja, schrei da rum, weiß was ich. Hier, du bist dann ein bisschen weg. Der ist sogar noch vergiftet. Ja, dann ist er gleich schon sofort tot. Tja, goodbye. Mehr erwartet als so einen normalen Miniboss. Aber egal, geht auch. Okay, die Tür haben wir schon aufgemacht. Gehen wir mal da rein. Okay, wir sind schon ein bisschen weiter, aber bis zum Boss bleibt es auch nicht so viel übrig. Oh ja, noch ein 2D. Ja, so eine Art Shooter-Szene. Das ist cool. Aber Hauptsache diesmal mit diesen Zwerg-Hubschraubern oder was auch immer das Ding ist. Aber ich sag's euch, Leute, diese Abschnitte, diese 2D-Abschnitte, wo man hier ja wie in einem 2D-Flug Shooter jetzt zu fliegen, sieht richtig gut aus. Oh! Okay, ein Flugabschnitt sogar mit einem Boss. Okay, das hat's in sich. Oh shit.
Hauptsache, ich kann nicht nach unten fallen. Also ich kann nach unten fallen, aber nicht bis zum ganz Boden fahren. Weil das hier schon dann so Demo war, bedeutet. Komisch, die Bomben, also wenn ich diese Bombenraketen oder was auch immer dieses Ding da ist, was sie da abfeuern, was sieht auch aus wie Bomben, wenn ich die dann zurückschieße, dann treffen die den Boss nicht. Das ist ein bisschen doof. Doch. Nur schade, dass dieser Abschnitt so schnell jetzt vorüber ist. Platzen wir mal den Busch zusammen, weil wir müssen weiter ein bisschen hier uns aufleveln. Ey, nicht so viel. Wo ist der Händler? Ich brauche ihn nicht. Ich kann natürlich irgendwann zu ihm wieder zurückkommen, weil ich weiß nicht, was ich brauche, aber so bin ich auch nicht. Also wir sind schon beinahe beim Boss. Könnte mal hier gehen. Boah, der Hintergrund sieht aber richtig gut aus. Meine Güte, Leute, schaut euch das mal an. Alter. Wer auch immer das gezeichnet hat, das ist Props an dich, Mann. Also, das sieht richtig gut aus. Da kann ich nicht widersprechen. Auf jeden Fall haben die Macher hier die Landschaft auch richtig gut gemacht. Ich muss sagen, ich bin ohne Scheiß. Ich bin richtig fasziniert von diesem Spiel. Ich bin die Zwerge, Mann. Ah!
noch gegen die hier einsetzen soll. Die kommen hier von allen Seiten an, Mann. Ich glaube, es wird gleich so kommen, dass ich die ganze Armee von Odin jetzt besiegt habe und dann hat er keine Armee mehr übrig. Gut, so wird es passieren. Abschnitt abgeschossen. Also wir kommen wieder in deinen Schrank oder in eine Materie. Ja, Materie ist auch. Ist auch mir wurscht. Dann könnte ich hier mal kurz rein. Eine Truhe. Was haben wir da? Drachenschlüssel. Ach, warte mal. Jetzt ist mir klar. Und ich dachte schon, als ich hierher kam, dachte ich schon, ich habe irgendeinen Schlüssel vergessen. Weil da ist eine verschlossene Tür. Okay. Dann gehen wir mal dahin. Und machen diese Tür mal auf. Mal schauen, was sich da drin verwirrt. Vielleicht wieder mal Kohle oder wieder irgendein Supertrank, von dem wir wieder nichts wissen. Kann auch sein. Mach die Tür auf, denn der Schatz gehört jetzt mir. Auf dem Vasen. Hier krieg ich viel Kohle. Wo ist die Truhe? Materie Graubohnen. Ernsthaft. Rezept für Obstnussstrudel. Und dafür habe ich jetzt diesen blöden Schlüssel geholt. Für irgendein Rezept, den ich sowieso irgendwann automatisch von diesem Kerl da sofort gekriegt hätte. Was soll's. Hauptsache wir haben, dafür auch ein paar Münzen bekommen. Wäre da nur dieses Kraut, Zwiebel und Hass nicht gesehen da drin gewesen. Ich glaube, dann würde ich das überhaupt nicht holen. Na gut, Leute. Stufe 48. Leveln wir uns jetzt mal ein bisschen auf. Bevor wir uns jetzt mit dem Boss konfrontieren. So, jetzt hat sie sich satt gegessen. Here we go. Endboss. Hauptquartier der Asen. Your Majesty, I know you do not wish to hear this, but the fact is that the enemy troops are superior. Were you suggesting we retreat, you coward? A coward's eyes always see more of an enemy than there are present. Now, continue. Fight like a true Regnanable soldier to the end. Give your life to our nation's struggle. Oh. Well, well. So you are the Queen's daughter. Our key to victory has fallen into our laps. Prepare yourself for our Queen's wrath. Mann, seid ihr blöd. If you wish to challenge me, you should have brought at least 4 or 5 soldiers. Are you not going to attack? You're quivering. Such a disgrace. That a child like you should attempt to strike me. Your youth cannot save you. You will follow Alfaria into death's embrace. Do not tarnish my mother's name with your filthy mouth! You... You're... Now you cry. I cannot look down. As my mother said, I must keep my head up and look ahead.
My dearest bow, my Reblum, lend me power. Struggling against a girl, my troops have weakened. But this battle will change everything. In der Tat, Odin. Das wird alles ändern. Dämonenfürst Odin, der Endboss. Wir haben ihn schon einmal mit Gwendolyn besiegt. Okay, das hätte ich nicht erwartet, dass sie jetzt aus seiner Maske hier irgendwelche Lasersteine abfeuert. Oh, ich habe zu viele Lahmknochen. So, Schaden austeilen, jetzt geht's los. Hatte nur seine Powerfaust jetzt gerade, die er einsetzen kann, oder hat er auch was mehr zu bieten? Warte. Oh, wow, 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 wow! Was zum? Was hast du davon, Odin, ne? Oh oh. Nein, 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 nein. Ey, dieser kleine Hals ist noch dafür. Oh oh. Jetzt hat er seine leuchtende Kugel daraus geholt. Na gut, du willst es so haben, dann setzen wir uns jetzt unserer Masterfähigkeit ein. Verleihe uns die Kraft. Jawoll! Das könnten sogar die Kugel hat sich gelöst. Ich muss mal schauen, ob ich das Geld nochmal einmachen kann. In der Masterfähigkeit. Oh, Wirbelwind! Oh ja, das ist gut. Das ist gut. Ich hätte uns immer bei den Bossfights geholfen. Patronium. Dankeschön. Dank. Noch ein. Ja, schön. Und eine Brandwaffe. Und noch ein. Jetzt brennen. Jetzt hat er wieder seine Kugel. Wach auf, wach auf, wach auf! Ach, verdammt, reicht mir nicht. Na gut, dann machen wir einen Geschoss. Schon noch ein bisschen, dann ist er jetzt geschafft. Komm schon mal, Ressa. Komm, komm, komm schon! Sag mal, stimmt er jetzt nicht? Ja, endlich. Jetzt bist du endgültig besiegt. My Baylor, how could the most powerful cipher of all be destroyed by such a tiny bow? It worked, Your Majesty. Finish him, Queen Mercedes! His once terrifying visage is now the face of an old man awaiting execution.
would be a simple thing to avenge my mother with a single blast. But... die and you'll be a martyr. I will not have you find glory in death. Your successor will only try to gain the cauldron once again. So you must decide. If you choose to never show your face to me, nor set foot in our land, and choose to remain forever in your northern lands, I shall spare your life. If you choose to die, we will invade your homeland. Your people will lose even more after you are gone. So swear to me, Odin. Swear to be gone! I swear it. Do not try to deceive me. I have shamed myself. If I were to break my word, my people's pride and honor would disappear. Valkyrie, bear witness. Inform Odin's troops. Now, go. Former demon lord, leave the ring that controls the cauldron. Take your troops and leave this place. Always remember your oath for as long as you live. Tell me your name, Queen of Ringford. I am Mercedes, daughter of Alfaria. As long as I am alive, I shall always keep my weapon pointed at you. Our treasure has returned, and our long suffering has come to an end. I promise peace will return. Secure the cauldron. Send out a prayer to those who gave their lives for our glorious victory. Such a splendid leader. Holding Odin's life within the palm of your hand, we are all proud of you. That negotiation was a brilliant political move. Did you see the looks on the soldiers' faces? None shall dare to view you with contempt or disdain. Stand proud and triumphant, Mercedes. You are indeed a true queen. Das ist sie in der Tat. Ja, wir haben jetzt mit Maressa den Dämonenfürst Odin bezwungen und ihn dazu aufgefordert, aufzugeben. Ansonsten bekommt seine Heimat richtig den Arsch versohlt. Ja, wir haben jetzt bewiesen, dass Maressa das Zeug dazu hat, eine Nachfolgerin von ihrer Mutter zu sein. Sie hat jetzt den Ring wieder zurückgeholt. Odin hat aufgegeben und damit geht jetzt ein weiteres Abenteuer zu Ende. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, den Krieg zwischen den zwei Welten, sag ich mal, von Maressa und dem Dämonenfürst sind jetzt vorbei. Der Konflikt ist jetzt vorbei. Ja, ich gebe das mal hier auf. Wir haben jetzt drei Charaktere abgeschlossen, also der dritte Charakter ist natürlich Maressa. Uns bleiben noch zwei weitere Charaktere offen. Ist natürlich die Frage, wer wird der vierte Charakter sein? Maressa Finale. In der Tat. Ja, Speicher ist auch egal. Schauen wir uns mal das kurz an. Ja, ja, du bist auch süß. Schauen wir uns mal, was das für ein neues Buch ist. Und das ist Oswald. Also Oswald wird unser nächster Charakter bei Odins 4 sein. Sogar das schwarze Schwert heißt auf das Buch. Ja Leute, ich würde mal sagen, bleibt auf jeden Fall beim nächsten Part dabei. Es geht dann mit Oswald weiter.